Ich finde in diesem Art von Projekten besonders, dass die Musiker eben so stark im Vorfeld schon involviert sind und dadurch ein ganz anderer Bezug des gesamten Orchesters auch zu dem Projekt entsteht. Wir hatten für dieses Stück jetzt uns ein Überthema gesucht, nämlich Zuhause in zwei Welten, weil ja der Elefant aus dem Dschungel in die Stadt kommt, da erstmal ganz fremd und Neues und nichts kennt. Und diese Arbeit fand eben schon seit mehreren Monaten statt. Wurde gerade ein kleiner Elefant geboren. Der Elefant heißt Baba. Also das Besondere an diesem Familienkonzert ist ja, dass Kinder sehr viele Mitmachmöglichkeiten haben. Einmal das Publikum, aber auch Kinder, die im Vorfeld mit Musikern aus dem Orchester zusammengearbeitet haben. Ich fand witzig zuzuschauen, als das Orchester Soundpainting gemacht hat. Ja, wir hatten heute zwei Dirigenten auf der Bühne. Einmal Steffen Tass, der das Orchester dirigiert hat, und zusätzlich Sabine Vogel als sogenannte Soundpainterin. Die hat die Kinder dirigiert. Soundpainting ist eine Zeichenkomponiersprache. Mittlerweile gibt es über 1200 Zeichen, die katalogisiert sind. Wir haben Scanning, also das kann man sich so vorstellen wie ein Scanner, der über das Ensemble geht. Und immer da, wo abgetastet wird, passiert ein Geräusch. Wir haben uns vorgenommen, eine musikalische Atmosphäre zu schaffen, nämlich eine Dschungelatmosphäre. Es gibt eine Verbindung zwischen Gesten und Klang. Und die haben das intuitiv mitgemacht. Ich denke schon, dass sie gelernt haben, also erstmal eine unglaubliche Aufmerksamkeit, aber auch eine unglaubliche Flexibilität. Also die müssen ja hier sehr schnell sein. Das sind Baba, Arthur und Celeste. Die kommen da mit ihrem Auto aus der Stadt angefahren. Ich glaube, das ist für die Kinder ein großes Aha-Erlebnis zu merken. Mensch, Musik ist nicht nur was, was man einfach so anhört, sondern Musik kann ganz gezielt auch eine Geschichte erzählen. Das erinnert mich an irgendwas. Das könnte... Ich hab's. Das klingt ein bisschen wie ein Dschungel. Man sieht, wie viele Leute es braucht, um einen bestimmten Klang herzustellen. Und dann natürlich die Kinder im Publikum. Und die können sich mitbewegen, die können mit der alten Dame Frühsport machen und am Ende auf der großen Elefantenparty mittanzen, damit es nicht langweilig wird.